Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Es ist Food Hall Day. Ja, wir haben Montag. Ich war mit den Kindern einkaufen. Also zwei von drei waren dabei. Nummer drei hat noch geschlafen, deswegen hatte die keine Chance mitzukommen. So, aber die hat mich dann auch irgendwann angerufen. Wo bist du? Ja, aber alles klar, alles gut. War heute nicht in diversen Geschäften, sondern nur in zweien. Ich war im Netto und im Rossmann. Ja, im Rossmann habe ich aber nur Toilettenpapier gekauft für 6,75 Euro und Reiswaffeln. Ja, okay. Dann lese ich euch mal meinen Wochenplan vor. Und zwar heute am Montag gibt es Reste von gestern. Da gab es ja den Filettopf mit Knödeln und die Kinder kriegen dann Schupfnudeln als Alternative, beziehungsweise die Knödel mögen sie ja auch. Die kann ich nachkochen. Das ist dann wie das Kind beliebt. Am Dienstagmorgen wollen wir grillen. Dazu wollte ich wieder Kartoffeln aus dem Ofen machen und Kartoffelsalat und Nudelsalat und Baguette und Gurkensalat wollte ich machen. Genau. So. Mittwoch soll es geben Frikadellen, Kartoffeln und Blumenkohl. Am Donnerstag Hähnchen-Gemüseauflauf mit Reis. Am Freitag, die Liste ist ziemlich gemischt hier, Pommes, Nuggets, Gyros. Jo. Ne? Mit Krautsalat und Tzatziki. Am Samstag Hähnchengratin und, also Hähnchen, Gratin, Erbsen und Möhrchen. Am Samstag soll es geben, das habe ich gerade vorgelesen, ne? Hähnchengratin und Erbsen und Möhrchen. Und am Sonntag soll es geben ein Schweinebraten, Bohnen und Kroketten. Genau. So, ich war wie gesagt im Rossmann und im Netto einkaufen. Was habe ich gekauft? Ich habe einmal beim Netto im Angebot diese Woche für 8,88 Euro. Ein 12er Kasten Cola, die 1 Liter Flaschen, da habe ich mir noch einen Kasten gekauft. Ich habe von letzter Woche vom Edeka einen hier, habe ich noch einen auf Vorrat. Werde aber zu Ende der Woche noch einen Kasten Misch kaufen für den Geburtstag nächste Woche. Genau. Dann kam mit ein 6er Pack Sprudelwasser Medium und ein 6er Pack die normale Cola. So. Dann kam noch mit zwei Flaschen von der Zitronenlimonade ohne Zucker. Die habe ich noch im Rossmann gekauft. Die isst der Niklas im Moment sehr gerne. Und da der essen muss, kriegt er, was er will. Da müssen wir nämlich langsam aufpassen, dass der ans Essen kommt. Genau, so, das war's. Jetzt auch vom Rossmann zeige ich euch noch das Toilettenpapier. Dann ist der Rossmann abgearbeitet. Ja, ich habe mir mal wieder so ein großes gekauft. Zahlt man zwar am Anfang ein bisschen mehr Geld, aber es reicht den ganzen Monat und nicht nur eine Woche für die kleinen Pakete. Genau, so, weiter geht's mit dem Netto. Die Kinder haben zwei Donuts ausgesucht, denn Niklas hat sich einen ausgesucht, hat der Annalene einen mitgenommen, der Luca wollte ein Brötchen und ich durfte gnädigerweise auch ein Brötchen haben. Ich habe Hunger, das darf man nicht machen, ne? Einmal Knoppers, Kinder Bueno White. Da kommt noch mehr Süßes. Einmal Rama, die Streichzarte mit Butter. Die ist mittlerweile günstiger wie die Eigenmarken um 10 Cent. Aber da sind auch 25 Gramm weniger drin. 25 Gramm? Ja, 25 Gramm weniger drin. 10 Cent günstiger. Man muss mal gucken, wie sich das rechnet. Ne? Egal, wir mögen die aber lieber. So, dann haben der Luca hier die Pombeer Luftis entdeckt, wollte unbedingt mal probieren. Dann habe ich mitgebracht neue Antikalk, die tue ich ja beim Waschen mit dabei, die waren aber jetzt leer. Dann für die Kinder zum Snacken abends mal Chips, ein neues Körnerbrot. Dann, es ist hier ziemlich gemischt, es tut mir leid. Weiß ich nicht, wie das hier reingekommen ist, dafür wurde nicht nach Erlaubnis gefragt oder er hatte es ausgetauscht. Naja, der Niklas hat sich das ausgesucht. Für den Mann habe ich salzige Heringe mitgebracht und für den Mann noch Haribo Tutti Frutti. So, die sind auch meinem Appetit zum Opfer gefallen, diese Zucker-Mini-Donuts, die sind richtig lecker. So, einmal Cevelat-Wurst, Schinkenwurst und da kommt irgendwann noch
Noch irgendeine Wurst. Irgendwo. So, Joghurt. Haben wir hier einmal Mango, einmal Erdbeer, zweimal Erdbeer, einmal Kirsch. Dann haben wir hier Grand Dessert im Angebot für 49 Cent. Einmal der Vanille, Double Chuck und Double Nut. Genau. So, Grillfleisch habe ich diese Nackensteaks gekauft. Also Grillfackeln und Würstchen haben wir noch da. Steaks jetzt nicht mehr, aber jetzt haben wir sie wieder. Dann kam hier einmal Krautsalat und einmal Kartoffelsalat mit. Dann haben wir hier einmal Hackfleisch gemischt. 800 Gramm war im Angebot für, ich glaube, 5,99 €. So, einmal die Oberkeulen zweimal. Das ist so teuer geworden, weil ich so viel Fleisch dabei habe für 5 Euro jeweils. Dann habe ich hier einmal Hähnchenbrust-Teilstücke. Dann zweimal unser Lieblingskartoffelgratin. Einmal Käse. Einmal Kinderschokolade. Ich glaube, das war es aber jetzt mit meinem Hunger. Und einmal der Luca hat sich diese hier ausgesucht. Genau, dann ist das erste Körbchen leer. Ich habe aber noch zwei. So. Wir haben hier das Tzatziki. Ich habe hier keinen Platz mehr. Das ist der Wahnsinn. Zweimal Frau Antje Butter, ich glaube für 1,99 €, bin mir nicht sicher. Geflügelmortadella. 1, 2, 3, 4 mal Mozzarella. Dann haben die Kinder sich eindeutig ausgesprochen für das Split-Eis. Das schmeckt ja auch unheimlich gut. Ne? Im Angebot waren die kleinen Kopfratten-Wiesentorten. Da habe ich einmal hier diesen Erdbeer-Cheesecake und einmal Hot Chocolate Brownie. Den muss man auch nicht auftauen. Doch, auftauen, aber nicht aufbacken. So. Da war nämlich auch ein Netto-App. Ich bin total verwirrt. Ich habe Hunger, ey. Ein App-Preis für 1,99 €. Also die sind regulär für 2,49 € im Angebot. Wenn du aber die Netto-App hast, werden dann nochmal 50 Cent abgezogen, also 1,99 €. Deswegen durften die mit, ansonsten hätte ich sie nicht gebraucht. Ne? Einmal geriebener Mozzarella. Einmal die, das sind die Pommes. Und einmal die Kroketten. Genau. Es ist ja nämlich auch so, Netto wirbt ja für den Inflationsstopp, wenn du die Deutschlandcard hast. Und es wird tatsächlich bei einigen Teilen werden die Preiserhöhungen, die jetzt in den letzten Tagen, Wochen stattgefunden haben, werden wieder abgezogen. Ne? Diese Schokocroissants, die ich hier häufig kaufe, die kosten mittlerweile 1,29 €. Und da werden 20 Cent mit der Netto-Card oder Deutschland-Card werden 20 Cent abgezogen. Also bleibt ihr bei 99 Cent. Und das war jetzt bei den Mozzarella auch. Da waren auch 20 Cent abgezogen. Und das probiert es mal aus. Ich weiß nicht, wie lange diese Aktion noch gilt, aber aktuell ist es noch da. So, jetzt, ne, wieder Obst, die Möse kommt jetzt. Beziehungsweise kein Obst, weil wir haben noch Bananentrauben, die Wassermelone ist auch noch da und Äpfel haben wir auch noch. Die stehen, das liegt im Kühlschrank, das sehen die Kinder nicht und ich auch nicht. Wenn es auf dem Tisch liegt, ist es direkt weg, aber im Kühlschrank, aber da hält es auch länger. So, Kartoffeln, ja, für 3,29 €. Aber ich brauchte sie jetzt. So, dann haben wir hier einmal Lauchzwiebeln. Der Niklas fand die sehr interessant, deswegen hat er sie eingepackt. Ich so, ja, ist nicht schlimm. Ich mache diese Woche ein Gericht, ja, dieses Hähnchen-Gemüseauflauf. Da passen die auch wunderbar zu. Dann habe ich hier zwei Gurken eingepackt. Ein Dreierpaket Paprika. Ich brauchte zwar nur eine, aber ich wollte jetzt deswegen nicht nochmal zum Edeka fahren und mir das Gemüse einzeln holen. Kriegt der Mann in die Brotdose, alles gut. So, dann habe ich hier noch Möhrchen. Dann habe ich hier Tomaten. Jetzt habe ich aber vergessen, mir Balsamico-Dressing oder Balsamico-Creme zu holen für Tomate-Mozzarella. Und wir haben noch eine Zucchini. Genau. So, Zucchini, Paprika und Möhrchen brauche ich ja dann für dieses Hähnchen-Gemüseauflauf. Ja, das war mein Einkauf diese Woche. Aber beim Rossmann kam noch ein Paket Pampers mit. Für die Nacht.
Die habe ich aber jetzt keine Ahnung wo liegen. Beim Rossmann habe ich bezahlt 13,72 Euro. 10% Coupon ging runter, dann waren es noch 12,35 Euro. Beim Netto habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil ich hatte ja eigentlich Hoffnung, dass ich diese Woche günstiger wegkomme. Aber im Prinzip war ich günstiger wie letzte Woche. Muss man auch zugeben. Beim Netto habe ich bezahlt, da kamen dann die ganzen Rabatte runter. Es waren nämlich ursprünglich 113 Euro. Dann kamen die Rabatte runter, also diese Inflationsstopprabatte, war dann nur noch bei 110,18 Euro. Genau, und punktemäßig habe ich auch wieder voll abgefahren. Ja, das war mein Einkauf. Die Summe schreibe ich euch jetzt hierher. Ich werde das jetzt alles schnell verräumen, denn ich habe jetzt Mission Garten. Da muss ein bisschen der Rasen gemäht werden. Unser Rasen ist aber zu 90% verbrannt. Den gibt es nicht mehr. Aber da, wo er nicht verbrannt ist, weil da der ganze Klee wächst, sieht es aus wie Kraut und Rüben. Und da wollte ich drüber mähen. Dann muss ich den Sandkasten richten, um das Planschbecken da aufzubauen. Und Update Kindergeld. Ihr werdet es nicht glauben, es ist angekommen. Heute Morgen gucke ich auf mein Konto, um zu gucken, wie viel Budget habe ich diese Woche. Ja, ne? Kann ich wieder lassen. 100 bis 150 Euro. Die 100 Euro habe ich natürlich geknackt. Also 150 Euro Budget diese Woche. Kindergeld ist angekommen. Ja, hat das auch mal ein Ende? Mir fällt ein Stein vom, eine Last vom Herzen. Wie nennt man das? Ich muss jetzt aber allererst was essen. So, ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.